Alexander Klügel, super erster Wertungslauf von dir. Wie fühlst du dich? Ja, ich fühle mich ganz gut. Es war ein sehr knappes Rennen. Ja, vor dir der Raphael Balzer. Ganz knapp, teilweise warst du auch auf der ersten Position. Was meinst du, der zweite Wertungslauf heute? Wie wird sich das da dann nochmal ändern oder wird das nochmal genauso wie jetzt? Es kann sein, dass ich an Raphael dann noch rankomme und ihn auch überholen werde. Macht man sich da jetzt nach dem Rennen schon direkt Gedanken so, was man jetzt vorm Start zum Beispiel dann beim zweiten Wertungslauf macht? Oder kommt das dann alles automatisch erst, wenn man dann wirklich auf die Ampel drauf zufährt und die Ampel dann ausgeht? Also, ja, man macht sich auch schon so Gedanken, ja, halt, wie es dann läuft und so, was man dann für einen Platz wird und ja. Sehr gut, dann wünsche ich dir viel Glück und danke dir fürs Interview.